Und das ist halt dann, ja gut, wenn die Leute das halt wissen, dann sollen sie es halt machen oder so. Von mir aus sollen sich D-Böller ins Maul stecken und gucken mal, was dabei passiert, ne? Also. D-Böller, oh ja. Am besten direkt so eine Kanone. Ja, genau, Vogelschreck, bam! Yeah! Ja, da fliegen die Zähne aus dem Maul. Das hat immer ganz andere Bedeutung, ey. Also ein Arbeitskollege von mir holt sich mal aus Polen die Dinger und der hat bei sich in der Straße so zu Silvester so ein Ding in den Gulli geworfen. Ja, nachher kam dann Feuerwehr. Ja, also die ganze Straße war, ich sag mal, ein wenig kaputt. Ein wenig. Der hat ja, ein Video das Gas, gedreht. Was da schon mal entsteht. Ja, er hat die, hat ein Video von gemacht und da so viele Sachen habe ich nie durch die Gegend fliegen lassen, sehen von so einem 20 Gramm Ding. Ein ganz kleines Teil war das nur. Also das hat schon ordentlich gescheppert und überall dann hinterher halt Qualm und noch die Funken rumfliegen und so. Der Gulli, der war natürlich nicht mehr aufzufinden. Ne, und die Straße, uiuiui. Oh, die Fackel leuchtet ja. Ach, das Mod also, ist immer noch drin. Was ich niemals machen würde, wer von irgendeinem Polen da oder sowas. Also ich habe nichts gegen die guten Leute, aber solche Sachen zu kaufen. Er muss ja nichts dagegen haben, bloß es gibt ja einfach so ein paar Fregels. Weil sie werden vor lauter Kerosin saufen, wenn die so blöd, dass sie anfangen, da Knaller zu bauen. Ja. Geht ihr bitte schlafen? Ja, bin ich gerade. Wo geht's dunkel? Ich bleib mal lieber hier oben stehen. Also ich bin im Bett. Tree? Ja, Moment. Da liegt drin. So, dann müsst ihr jetzt 3, 2, 1, meins sein. Na komm. Komm. Ah, Blitzwetter. So gehört sich das. So, ich musste gerade ein bisschen Cobblestone besorgen. Ich habe mir so nebenan von dem Berg was geholt. Das sah aus wie noch so ein Beta-Minecraft. Garantiert. Ich glaube, das wurde noch vom 1.8er gerendert. Noch vom 1.8er gerendert. Ja, hier die Map habe ich mit 1.8.1 angefangen. Beta. Ich will gerade noch ein paar Eisenschaufeln. Ich mach das jetzt mit Eisenschaufeln. Ist mir zu blöd mit der Kackfackel. Weißt du, also da bist du ja Stunden mit beschäftigt. Ja, mach das mit der Schaufel. Also. Ich sehe die andere Strecke. Yeah! Jetzt muss ich nur gucken, wo ich den Bahnhof reinsetze. Ich habe noch Schienen. Fällt mir gerade so auf. Ja, mach bis zu dem Punkt, wo ich eh schon gesetzt habe. So, jetzt bin ich oben am Berg. Da gehe ich noch durch. Ja, das passt super. Also wie versprochen heute, die Bahnstrecke wird angeschlossen. So, aber ich glaube, ich habe mir kein Dings mitgenommen. Oh, verdammt, jetzt bin ich wieder auf dem Berg. Berg, hallo Berg. So, jetzt muss ich gucken, wo ich anschließe. Ein richtig kleines Bergchen. Hier haben wir die Möglichkeit runterzugehen. Ja. Und ich sehe gerade, die Bahnstrecke steht oben direkt an einem Baum. Da könnten wir vielleicht was mit basteln. Ich bin mir nicht sicher. Oder ich ziehe das da oben rüber. Ja, jetzt wäre es schön, wenn ihr mitgucken könntet, ne? Aber geht jetzt gerade nicht. Oh. Ich habe da keinen Livestream. Hatten wir eben schon mal angesprochen, Stefan. Ob wir nicht einfach mal einen Livestream machen von irgendwas, aber dann wahrscheinlich nicht von dem hier, weil mit aufnehmen und Livestream, das sieht jede Menge Leistung. Ja, wenn Livestream, dann denke ich mal wirklich von einem von unseren Servern, ob jetzt FTB oder Bradless. Ja. Wir bräuchten eigentlich nur so einen Twitch-Channel und einen, ich habe einen Twitch-Channel. Ein Modul auf einem der Server. Also ne, was ihr hier macht, ist mir ja wurscht. War nett ausgedrückt. Solange du buddeln kannst, oder was? Ja, so ungefähr. Solange ich hier in Ruhe bauen kann und ihr belästigt mich hier nicht. Nee. Dann geht ihr und sowas, Interview. Du weißt doch, wir zwingen dir immer nur ein Gespräch auf, Stefan. Ja, das ist ja gut, das ist ja noch, noch im Rahmen. Na gut, wenn du meinst, es ist im Rahmen, dann ja. Also jetzt, ich hab da jetzt, ihr könnt das gerne so machen, wie ihr wollt. Also ich bin da, wenn ihr mir irgendwas, wenn ihr sagt, ja hier machen wir was am Server, sag ich so geflinkt, nö. Warum? Erstens kann ich das nicht und zweitens werde ich mich damit nicht beschäftigen.
Jo. Okay. Ich habe ja schon von Anfang an gesagt zu Tweeman. Tweeman, weißt du was? Wenn du was mit Servern hast, ne, geh woanders hin. Na ja, gut, also wir haben jetzt auf jeden Fall für den FTB-Server noch den Trivolo engagiert. Das sagte ich dem, Tri auch schon vorhin. Ja. Der wird jetzt noch heiraten die Woche, hat jetzt Polterabend und so. Und dann will er auf jeden Fall mitmachen. Also ich meine, kann ruhig eine Woche dauern, bis wir wirklich da großartig was mitmachen. Jetzt sonst sagen wir einfach, nächste Woche kann ich nicht. So, da bin ich nicht da. Jo. Also, ich bin vielleicht Vormittag da, aber ich könnte jederzeit dann quasi weg müssen. Ja. Ich muss mich natürlich auch noch dafür vorbereiten, deswegen muss ich leider nächste Woche aussetzen. Naja, macht ja nicht viel, ne? Ich bin nächste Woche nämlich auch nicht da. Ja, also. Ich bin in London. London! London! Was denn? Ja, ein bisschen Urlaub, ne? Irgendwann muss ich auch mal Urlaub machen. Was? Ja klar, was denkst du denn? Kein Balkonier. Nein, Balkonier ist sowas von todlangweilig. In London, da werden wir, ich und meine Freundin mal so richtig schön shoppen gehen. Also shoppen und shoppen, ne? Das heißt hin und her laufen, was einkaufen, das heißt nach dem Einkaufen mal wohin setzen und was shoppen. So ungefähr in der Art. Neue Rolex kaufen, ne? Ja, genau. So, ich bin bei der Bahnstrecke angekommen. Die sieht dementsprechend kacke hier aus. Ich guck mal, ob hier irgendwo eine Leiter steht. Ja, nee, ist die eigentlich mittlerweile, die da hinten. Dürfte auch schon ein Weilchen alt sein, ne? Die ist ein Weilchen alt, die ist aus Folge 201,5. Oh, nee, aus Folge 201 Viertel ist eigentlich die Bahnstrecke. Ja, guck mal, du hast ja bald schon wieder hier 500, ne? Tatsächlich, wir sind ja jetzt an 400 vorbei, ne? Das ist jetzt... Dann müsstest du ja bald wieder so eine Spezialfolge machen, ne? Bisschen 500, die Hälfte von 1000. Ja, wir sind jetzt bei Folge 408 hier, wenn ich richtig rechne. Nee, Quatsch. Warte. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir sind bei Folge 410. Ja. Wie viele Minuten kannst du denn maximal machen bei YouTube? Ja, ich mache meine 10 Minuten. Ich habe eigentlich unbeschränkt. Also ich kann schon so anderthalb Stunden, zwei Stunden kann ich hochladen. Kein Ding. Kannst du ja mal ein Special machen dann. Ich bin jetzt schon länger YouTube-Partner, wenn du so willst. Oh, jetzt habe ich es gesagt, ich bin YouTube-Partner. Oh nein! Was? Verräter! Genau. Was? Zahlst du dann dafür oder was? Nein, da zahlst du nicht für. Da musst du dich einfach nur für bewerben, du musst dich verifizieren und das war's dann auch schon. Dann wirst du auch Partner, weißt du. Du musst auch ein paar Videos haben, sonst klappt das nicht. So, und ich werde hier an dieser Stelle, müssen wir einen Bahnhof bauen. Ich habe da jetzt aber auch keinen großartigen Reiz für. Wie mache ich das denn hier? Ich glaube, ich gehe mit der Strecke einfach mal nach oben. Nach oben? Nach oben, no, das geht so gerade eben noch. Ja, ich gehe mal hier hoch, pass mal auf. So, um die Kurve rum. Obwohl, das war jetzt doof. Ja, das war sehr doof. Nee, das mache ich jetzt anders. Moment. Ja, man kann auch mal doof bauen. Man darf ruhig mal. Und ausgerechnet die Schweine gucken mir hier zu. Oh, Schwein. So, ich werde nämlich von hier aus jetzt hochgehen. Klack, klack. Klack, klack, klack. Klack. So, die richtige Höhe anpeilen. Und dann kann ich auch die Biegung machen. Ich glaube, das passt so perfekt, perfekt, perfekt. Ich habe mal was gepostet. Ich richte einen Lauf jetzt eigentlich richtige. Ja. Ein Screenshot. Von was? Von der aktuellen Aufnahme. Yay! Boah, ich laufe jetzt aber lang hier, um das Ende zu erreichen, wo ich aufgehört habe bauen. Ah, da ist es schon.
So, ich lege schon mal einen Grundstein du hier. Du hast was gepostet, du Kackspacke.